die erweiterte Range, wie die einzelnen Hydralisks. Braucht er unbedingt, damit er gegen den Stalker ankommt und damit er bessere Mittel gegen die Blink-Stalker hat. Und wir sehen auf jeden Fall, dass der einzelne Protoss-Spieler gerade nicht viel macht. Es ist keine Force oder irgendwie auf dem Weg. Es kommen neue Zerglinge hier rein. Und jetzt wird wieder langsam eng. Unit Lost zeigt jetzt wieder knappe 1800 mehr verloren für den Zerg-Spieler. Und wir sehen weiterhin hier die Army-Size jetzt gleich auf. Obwohl natürlich jetzt der Zerg trotzdem seine erhöhte Anzahl an Harvestern hier hat. Jetzt hier erneut der Push rein und damit könnte der Protoss-Spieler sogar sehr, sehr viel Schaden hier anrichten. Aber große Armee von Zergling schafft nicht den Proxy-Pfeil daraus, den doch er schafft es gerade so. Und da geht auf die Expansion. Oh, da ist es übel. Und jetzt die Harvester-Zahlen müssten gleich ganz doll. Nein, die hatten viele von den Drones gerettet. Und er könnte den Leerhauen raushauen. Das wäre ganz, ganz übel. Und dann hat die einzelnen Zerglinge und die Drones attackieren jetzt auf die ersten Zellets. Jetzt wird eng. Schafft er es hier möglichst viel Schaden anzurichten. Jetzt wird Maus Mauer auf jeden Fall zeigen müssen, was er kann. Und da kommen die Hydralisks von oben ran. Sehr, sehr schönes hier Micro von ihm. Und da zieht alle einzelnen Stalker raus. Ganz, ganz klasse von ihm ist hier gemacht. Die Stalker haben keine Fluchtmöglichkeit mehr. Jetzt muss er hier wirklich die Anstrengung, um das wirklich zu reißen. Um die Queens. Eine Queen geht noch down. Aber das kann man gut verkraften. Jetzt hat es hier auf jeden Fall geschafft. Noch ein Stalker geht down. Und Unit Lost zeigt 1200 Minerals mehr verloren für den Zerg-Spieler. Aber, was kann man nicht anders sagen, aber der Protoss-Spieler muss auf jeden Fall aufpassen. Jetzt 43 zu 40 Supply. Ganz, ganz kleiner Vorteil. Jetzt rennen die einzelnen Zerglinge in die Stalker rein. Aber jetzt hier der erste Stalker down. Und die nächsten werden jetzt hier auch gejagt von den Mars-Zerglingen. Und von hinten kommt jetzt hier die große Zerg-Armee und versucht natürlich auch hier zu klären, was noch zu klären ist auf dem Spielfeld. Keine weiteren Reinforcements gerade von Izaiplo, aber er macht jetzt gerade Morrow mit dem Push-Out, aber weiß natürlich auch, dass hier oben noch ein Warp-Pylon steht. Den hat er jetzt gerade gesehen und da werden die einzelnen Zerglinge, sind einfach mal Futter. Da geht auf jeden Fall die Probe down und jetzt werden die letzten Zerglinge kaputt gemacht. Die können natürlich nicht blinken wie die Stalker-Kollegen, aber das braucht er erstmal auch gar nicht. Also jetzt hier erstmal ein schönes Spiel von beiden Spielern. Nochmal hier, Units Lost hier, knappe weiterhin 1200 Minerals Vorteil für den Protoss-Spieler und die Army Size verrät beide gleich auf und wir sehen auch, dass Zyplo einfach mal gar nicht so viel Supply hat. Also er hat einfach ganz ruhig runtergespielt und hat auf jeden Fall darauf gearbeitet, dass er auf jeden Fall auch jetzt hier zurück aufbauen kann. Und da kommen jetzt hier die einzelnen Hydras und er muss aufpassen, dass er darf jetzt hier nicht zu viel verlieren. Wenn er jetzt hier den Kampf abgibt, dann ist es GG für ihn. Er hat alles rein investiert, er hat auf jeden Fall sofort den Speedtech auf Blink gemacht. Und damit muss er auf jeden Fall jetzt auch gutes Micro beweisen und auf jeden Fall so viel Schaden wie möglich hier raushauen. Und ich finde, es ist gerade ein ganz grober Schaden für ihn. Er hat auf jeden Fall die Expansion hier und die ist fast leer. Er hat bisher keine Anschaltung gemacht, die Expansion zu nehmen. Er hat einfach nur wirklich auf den Blinkstalker-Push gesetzt. Und das könnte ihm hier zu Verhängnis werden. Das könnte auf jeden Fall den Untergang für ihn bedeuten. Wie gesagt, Morrow mit der Expansion hat wesentlich bessere Position in diesem Spiel gerade. Und schafft es immer mehr, sich gegen den Protoss-Spieler hier durchzusetzen. Und das könnte wirklich jetzt hier das GG bald bedeuten. Jetzt hier der Go nochmal von dem Protoss-Spieler. Aber er wird zurückgeschlagen von einzelnen Zerglings. Und Hydra ist die Queen auch sofort am Start. Die Lea regeneriert langsam, aber sicher wieder. Ist bereits wieder bei 500 Leben. Hydra ist fertig. Und auch Morrow hat gerade keine Möglichkeit, überhaupt in den Tech irgendwie einzuschlagen. Hat er schon bewusst hier auf die Hydras. Ist hier bewusst auf die Hydras gegangen, weil es einfach musste. Jetzt wieder hier oben Harassment von ihm. Und wieder Push hier auf den Spinecrawler. Und dann kommt die nächste Drone. Also er versucht hier bewusst, die Doppel-Spinecrawler zu halten. Oh, die Queen kriegt da einige Schüsse ab, aber es reicht noch nicht ganz aus. Jetzt hier der Protoss-Spieler natürlich wieder im Zugzwang und geht wieder hinten rein. Und der Zerg weiß natürlich auch Bescheid. Mount Moro hat natürlich Ahnung, weiß genau, was er jetzt machen wird, weiß auch, wie er jetzt vorgeht. Und da kommt der Go hier. Sehr, sehr schön hier. Und da kommt erstmal die Queen hier wieder an. Und da muss er jetzt aufpassen, da darf die Queen jetzt nicht verlieren. Gut gespielt erstmal hier, von ihnen kann man nicht anders sagen. Und jetzt wieder Izaiplo, vorne ist der Spinecrawler und das ganz, ganz übel. Der wird wirklich gesniped, der andere Spinecrawler wird down, hier muss er canceln, hat er gecancelt, sehr, sehr schön. Hat er nicht an Mineralien verloren, das war ganz wichtig nochmal für ihn, blinkt sofort raus. Und wie gesagt, der Protoss-Spieler hat keine Expansion, er hat gar nichts gerade. Wieder die zwei Spinecrawler hier in Auftrag gegeben. Und das ist gerade so ein Katz-und-Maus-Spiel, sozusagen die einzelnen, die Armeen von den beiden Spielern laufen von links nach rechts und können nichts anderes machen. Jetzt hier wieder erneut der Push Army Size verrät 77 zu 65 und Units Lost zeigt, wie gesagt, 2000 Minerals Vorteil für den Protoss-Spieler. Und er baut die ersten Sentries. Er baut die Sentries, er baut die ersten Zealots und er versucht es hier auch eine Mixture reinzukriegen, damit er irgendwie verteidigen kann. Das war ein Fail Blink, das kann man nicht anders sagen. Und jetzt könnte es hier zum Go kommen. Kommt es hier zum Go? Ja, er macht den zwei Frontkick hinten, die Sentry sammeln sich gerade mit den Zealots und jetzt könnte er da reingehen.
Und er geht runter und hat oben noch einen schönen Stalker drin, aber ich glaube, dass hier ein Missklick von ihm, das, die wird er wahrscheinlich auch verlieren. Oh, ganz, ganz übel. Aber das Force Field ist genial gesetzt von ihm. Er macht das Force Field absichtlich hier. Dann kann er die Expansion von dem Search wieder rausnehmen. Da muss das Force Field kommen, muss das Force Field. Force Field Action, kein Force Field, doch, da kommt eins, aber die Hydra kommt vorbei. Das war Missmanagement von ihm. Oh, das ist Fail. Aber trotzdem gute Position hier. Mehr für Eisalto. Hat einen Blink-Micro, was ich einfach nur sehen lassen kann. Und da kann er jetzt erstmal zurückziehen. Ganz, ganz klasse hier von ihm. Er macht das super gut hier. Und jetzt wieder natürlich hinten rein. Und der Gedanke von ihm war einfach hier, das Force Field setzen und dann Ruhe die Expansion rausnehmen. Aber jetzt ist er, geht erstmal wieder hinten rein. Denkt sich hier, okay, jetzt der Go auf die Main Base. Weil er genau weiß, er kommt rein, hat einfach wenig Chancen gerade was zu machen. Und da kommt der Go. 300 Leben für den einzelnen leer, aber da kommen die massigen Zerglings und Hydras an und schlagen erneut hier die Protoss-Armee zurück. Armies heißt jetzt hier 63 für Eisaiplo und 82 für Mouse Morrow. Und Unit Lost zeigt weiterhin 1400 Minerals Vorteil. Die Spinecrawler werden gerade jetzt fertig und die könnten genau in diesem Augenblick fertig werden. Da sind natürlich richtig übel und Eisaiplo den nicht entgegenzusetzen. Jetzt kommen hier die großen Hydras an. Können hier sehr, sehr schön auf jeden Fall den Gegner kaputt machen und ich denke, jetzt ist er auf jeden Fall schon im Nachteil und zwar erheblich. Der Zerg-Spieler hat jetzt hier eine grandiose Position und wir sehen auch hier, er ist outmined. Und jetzt kommt also kein Eco-Slide, er macht es hier ein All-In, weil er genau weiß, er hat sich sozusagen zu lange hier darauf verlassen, dass er überhaupt mit dem einzelnen Blinkstalker-Rush gewinnen kann. Und jetzt kommt der Go auf Leer, da kommen hinten die Probes an, er hat kaum noch Mineralien. Und er sagt GG. Er wusste es einfach, er schrieb GG und er weiß und er war auch bescheiden. Er sagt jetzt Go Go Jungle. Und ich würde sagen, da gehen wir auch direkt in Match Nummer 2 rein. Es steht 1:1 und ich denke, wir sehen uns bis dahin wieder. Bis dahin, ihr habt euch wohl.